So, und damit herzlich willkommen zurück zu Destiny. Wir haben neue Aufgaben, beziehungsweise es gibt Neuerungen. Das ist wohl neu dazugekommen. Rumble, kompetitiver Multiplayer. Beweise der neuen Monarchin dein Können im puren Kampf. Schalte alles aus. Sei wachsam. Jeder gegen jeden. Also richtig schön PvP. Jeder gegen jeden. Jeden. Und das hier, die Vorhut, Strike-Playlist, schließ dich einer Dreier-Einsatztruppe an und stell dich den meistgefürchteten Lakaien der Dunkelheit. Und PvP. So, ich möchte heute gerne auf jeden Fall mal, was ist das denn hier? Bergung, kompetitiver Multiplayer. Die Arachen des Todesorbits, des Totenorbits begehren seien seltene Artefakte. Sei schneller als das gegnerische Team im Sammeln und Halten von Relikten. 3 gegen 3 Teamaufgabe, Einsatztruppe, okay. Und 6 gegen 6. Wir schließen uns erstmal dem großen PvP an. Mal schauen, ob wir überhaupt da was reißen können. Ich mach's jetzt einfach mal eine Folge lang. Und wenn es nicht klappt, kommen wir später daraufhin zurück. Ne? Wir nehmen es jetzt einfach mal mit. Und Spieler werden schon gesucht. Einmal einen Schluck von der Tasse Kaffee nehmen. Kaffee ist gut. Kaffee ist wirklich gut. Ja, ich habe ein bisschen zu viel Zucker drin. Okay, trotzdem ist er gut. Er ist gut. So, während er sucht, können wir ja mal gucken, ob wir irgendwas an neuer Ausrüstung haben. Noch nicht wirklich. Level bald ab. Tja, okay. Und wir rüsten uns natürlich hier mit dem Automatikgewehr oder sollen wir lieber eine Handfeuerwaffe? Nee. Wie schaut's hier aus? Scharfschützengewehr, Fusionsgewehr. Ich glaube, die Schrotflinte ist wirklich nice im Nahkampf zumindest. Ja, ich lasse es mal bei Schrotflinte. Oh, es geht los. Keine Sprachnachricht, aber andere Schiffe. Super. Ich frage mich, ob man die anderen auch noch sieht von meinem 6er-Team. Oder ob wir das eher... Naja. Oder ob das einfach nur so für die Optik ist, etwas schöner halt. Ah, da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir sind 6 Leute. Oh, hoffentlich habe ich wenigstens nicht alles Level 1 und 2er im Team. Stützpunkt Delphi. Eos Kasma auf dem Mars. Wir spielen auf dem Mars. Nimm Zonen ein, eliminiere gegnerische Spieler. Oh, weia. Es gibt nur einen Pfad zum Sieg, Hüter. Nehmt die Zonen ein und zerstört eure Feinde. Feind hat Zone C eingenommen. Ihr habt Zone A erobert. Oh, wir haben Zone A erobert. Geht ja schon gut los hier. Wow, Hammer. Boah, da habe ich voll einen drauf bekommen. Führung übernommen. Weiter Zone B erobert. Führung abgegeben. Doppel-KO. Wow. Alter Falter. Verdammt, das war so klar. Zone B neutralisiert. Scheiße. Level 28, was soll ich denn da reißen, bitteschön? Weiter Zone B erobert. Oh oh. Zone C neutralisiert. Hufeier. Zone C ist sicher. Der Feind hat Zone A erobert. Zone B neutralisiert. Was für ein Chaos hier. Zone B ist sicher. Ja, war klar. Da kam die Rache. Wer gewinnt denn hier überhaupt? Zone B verloren.
weiter Zone B erobert. Oh. Zone C verloren. Zone B ist neutralisiert. Scheiße. Zone C eingenommen. Ziemlich spannend jetzt hier. Zone B oh, ist verdammt. Sicher. Da hat mich Bleach mit seiner scheiß Superfähigkeit weggebombt. Schwere Munition kommt. Oh, schwere Munition. Du hast schwere Munition. Wo? Oh. Zone B verloren. Halt hat Zone B erobert. Ihr habt alle verloren. Sie haben was? Die Kontrolle. Aber das sieht schlecht aus. Zone A neutralisiert. Und das war noch schlechter. Zone A ist sicher. Okay. Da war er sich aber auch erstmal gar nicht sicher, ob ich Gegner, Freund oder Gegner bin. Zone A verloren. Zone A verloren. Sehr schön. Der Feind hat Zone A erobert. Sie haben alles erobert, Hüter. Zone C neutralisieren. Scheiße. Ich glaube, die Runde verlieren wir aber hart. Zone C ist sicher. Super. Zone C ist sicher. Was wünscht man sich mehr als Zone C sicher? Scheiße, Zone C wird übernommen. Zone C verloren. Weiter Zone C eingenommen. Ihr habt alle verloren. Sie haben die Kontrolle. Zone C neutralisiert. Oh weia, ey. Spannend, spannend. Zurückerobern, komm. Ihr habt Zone C eingenommen. Ich glaube, das war's trotzdem gleich. Ah, da unten sind die Punkte. Scheiße. Der und seine Superfähigkeit. Oder die generell. Ich brauche zu lang für meine Superfähigkeit. Also, die ist nicht... Vega ist nicht ganz so Hammer im PvP. Naja, vielleicht. Ein bisschen Skill holen. Ja, fühle ich stark mit deinem Level 25. Tja, scheiße, von hier oben können wir auch nicht viel reißen. Oder zumindest nicht lange. Na, wo sind sie denn? Scheiße. Schwere Munition verfügbar. Tja, den hätte ich jetzt auch gern kaputt gemacht. Nur noch 5 Minuten.
Verdammter Sniper. Aha. Na, wir sind aber schon vorher, verlieren wir, so wie es ausschaut. Zumindest auch einer ausgeschaltet. Bin schon hier gelandet. Da ist er schon wieder, der Penner. Du bist noch nicht Tothüter. Nein, bin ich nicht? Weiter. Ja, ich gehe ja schon. Entschuldigung. Weiter Zone C eingenommen. Dein Licht war nicht hell genug, Hüter. Beim nächsten Mal. Schön, da killt er mich noch am Ende. Eieieiei. Guti. Oh, wir haben EP bekommen, ein wenig dafür. Tja, ich habe 4 gekillt, 2-mal Assistant und naja, nichts dafür bekommen. Ich mach mal das andere PvP-Ding da. Oder vielleicht das jeder gegen jeden. Naja, wir gucken mal, was da noch reicht. Ich will mal das andere 3 gegen 3. Ziel festlegen. Schmelztiegel. Und, oh, wir haben was Neues. 6 gegen 6. Der Kriegskult, Team gegen Team. Zerstöre deinen Feind. Einfach nur töten. Vielleicht ein bisschen besser sogar. Dann gehen wir noch auf einfach nur mal töten. So, Konflikt. Auswertung von Hütern. Ich muss sagen, macht Spaß, aber hier finde ich es leider sehr schade, dass es nicht levelbasierend ist. Also quasi so Pi mal Daumen zwischen Level 10 und 15, 15 bis 20, 20 bis 25 und so weiter. Oder dass es hochskaliert. Also sprich, ne, dass man trotzdem irgendwie die Fähigkeiten, Stärken und so weiter multipliziert hat auf die Werte von Level 25ern. Denn sonst kann man nichts reißen. Gut, ich kann verstehen, die Leute haben teilweise auch schon PvP-Equip an, was ja auch Sinn macht. Da gibt es irgendwelche Werte drauf, die dafür gemacht sind, dass die Spieler im PvP länger leben, bessere Schüsse haben und so weiter. Und klar bin ich da so ein kleiner Abfarm-Gegner für die. Die freuen sich doch. Da sehen die, oh, da hüpft ein Geier auf Level 16 rum, den ballern wir weg. Und dann ist er weg. Mit 2 Schuss. Oder einem. Oder einer Granate. Oder einem Superschlag. Irgendwie so in der Art. Ah, da ist doch der 12. Hüter. Oh, scheiße. Naja, zumindest bin ich nicht in einem totalen Team unter dem Level. Aber wieso stopfen die mich in sowas rein? Die ärgern sich wahrscheinlich auch, in welches Team ich gerade komme. Oder war das jetzt mein Team? Das war doch mein Team. 6 gegen 6, ne? Okay. Vielleicht habe ich jetzt da mal so eine Chance. Nicht ganz so schlecht dazustehen. Wer weiß, wie es mit dem anderen Team aussieht. Aber wir scheinen zu reisen. Das heißt, wir werden nicht mehr auf dem Mars kämpfen, sondern eine andere. Oder wir reisen nochmal zum Mars. So einmal im Kreis mit dem Wurmloch. Macht total viel Sinn. Da sind sie. Und los geht's. Ufer der Zeit. Mars-Mond auf der Venus. Sehr schön. Jetzt besuchen wir die ganzen Planeten auch mal so. Uiuiui, sehr schön, ein Stargate. Und ein kaputtes Haus. Und Licht. Konflikt. Bing. Hier gilt es jetzt einfach nur zu töten. Ich habe gar nicht erkannt, welcher von den Spielern meiner ist. Bleib zusammen, Team. Oh, wir sind in Führung. Habt ihr das gesehen? Der Wurf kam perfekt. Ja, ja, ja.
Der hat ein Level 8er. Schade, schade. Der hat mich weggebatzt. Naja, ich war unvorbereitet. Muni. Was? Ja, war klar. Zumindest habe ich noch den Assist bekommen. Der kleine, kleine Filgaia sollte sich jetzt nicht einfach so auf Good Luck hier überall reinstürzen, sondern auch mal ein wenig mitkämpfen mit den anderen. Verdammt. Oh weia. Hab ich den irgendwie mitgetroffen? Scheiße, scheiße. Aber die Idee war dahinter nicht schlecht. Ich habe ihn noch erwischt, aber vergessen zu schießen. Oder nicht getroffen, wie auch immer. Ich weiß es nicht. Komm, wieder Einstieg, wieder Einstieg. Ich muss zu den anderen. Toll. Den einen habe ich von der Seite mit der Shotgun in den Kopf geschossen. Super Aktion. Führen wir? Schwere Munition kommt. Anscheinend führen wir. Du hast schwere Munition. Naja, nicht direkt. Boah. Ja, da hat er mich. Das Malgus. Alles klar, du alter SW-Torler. Und hinüber. Ja, ja. Komm, 2 Sekunden noch. Alles in allem sieht es trotzdem sehr gut für uns aus, auch wenn ich hier die ganze Zeit am Fehlen bin. Ja, habe ich ihn noch mit erwischt? Doppel-K.O. LOL. Naja, ich schieße aber echt am wenigsten drauf. Der Verrückte macht hier ordentlich Kills. Verdammt. Aber ich habe ihn noch gekillt mit der Super. Irgendwie. Und dann war ich auch schon wieder hinüber. Bisschen beim Team bleiben. Das ist immer die beste Idee. Toll. Ah, da vorne ist sehr viel Krach.
Oh weia. Ja, verdammt, ich hätte ihn fast gekillt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. War er hier? Leere Munition kommt. Schwere Munition verfügbar. Komm, du Verrückter, schieß ihn einfach weg. Ah. Wir haben gleich gewonnen. Nichts mehr hier mit 5 Minuten. Das ist kein Kampf, das ist ein Massaker. Dein Licht ist stark. Wir haben gewonnen. Oh Gott sei Dank. Hammer. Wir haben gesiegt. Hoffentlich kriege ich jetzt schön EP dafür. Oh, yeah. Ah, 6 gekillt, 9 Tode. Scheiße. Natürlich habe ich nichts bekommen. Das hätte ich gern gehabt. Sowas in der Art. Gut, wir müssen aber hier aufhören. Wir haben schon wieder eine Folge jetzt voll. Und die anderen Sachen nehmen wir uns einfach für die nächste Folge auf. Wir könnten zum Beispiel da noch Dingseln, also PvE machen. Ne, also hier das. Und hier das. Und hier das. Was wird denn hier geupgradet? Ah, die... Erhöht die Menge an Fusionsgewehrmunition, die du tragen kannst. Ist zwar alles irgendwie nicht für die Hauptwaffen, die ich sonst so habe, aber zumindest etwas. Ja. Gut. Und die Venus, da müssen wir bald anfangen. Ach ja. Mann, oh Mann, das war unsere erste Runde PvP jetzt hier in dem Sinne mit Aufnahme. Und waren ein paar coole Kills dabei. Also wenn ich mich recht entsinne, hier das mit dem Messerwurf, das war richtig cool. Ich dachte mir eigentlich, okay, wirfst du einfach mal um die Ecke und zack, schon hatte ich einen getroffen. Ansonsten gute Punkte gemacht, hat Spaß gemacht. Ich werde es bestimmt noch öfters tun. Hier endet jetzt allerdings erst einmal diese Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Adios!